Hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Sims 4 am letzten Tag des Jahres. Eieieiei, und dann sind wir schon, das merke ich jetzt erst, das realisiere ich erst jetzt, sind wir ein Jahr schon mit unseren lieben, mit unserer lieben Peper-Familie hier beisammen. Und es wird, glaube ich, eine sehr melancholische Aufnahme, eine sehr... Ich habe gedacht, oh Gott, da habe ich gedacht, Monty, hä, ist sie jetzt blau? Ist der ein Alien? Aber nee, das ist hier sein cooler Pulli. Ja, dann sind wir wirklich schon ein Jahr zusammen und ich habe mir letztens, oder gestern war es, glaube ich, mir eine der ersten Folgen angeguckt, wo wir hier noch gestartet haben, in so einem winzigen Häuschen und was wir alles bis dahin geschafft haben mit den Peppers und der arme Nachhilfe-Pedder wohnt vielleicht auch zu Recht immer noch hier in dieser Miefbude. Und ja, jetzt feiern wir heute ein bisschen Silvester und damit geht's jetzt los. So, Gabi und Katja sind hier noch am Schnacken so ein bisschen, ne? Den, guck mal, die können auch mal reingehen, oder? Komm doch mal rein, Gabi. Über Silvester beschweren, kennenlernen. Ach, guck mal, und da kann sie auch hier diese Partystimmung. Hier, tanzwütig. Pass mal auf, hier. Monty tanzen beibringen. Wir haben noch so viel zu tun mit Monty. Und der hier, was machst du hier, Junge? Der spielt hier Ritterburg mit Dinosaurierangriff, so wie sich das gehört. Ach so, übrigens, wir spielen hier heute mit Update. Irgendwie vorgestern oder so ist ein Update rausgekommen, wo es jetzt Feuerwehren gibt und irgendwas mit Rechnungen. Jetzt stehen auch immer wieder mal Pfadfinder hier vor deiner Tür. Hoffentlich nicht, nein. Mit Fremden reden. Nein, bitte nicht. Nein, das und irgendwas mit Leitern, weiß ich nicht, das betrifft uns alles noch nicht so wirklich, aber auch, habe ich gelesen, neue Kleinkind-Looks und das würde mich ja mal reizen, da einfach mal vorbeizuschauen nochmal. Wir haben zwar erst letztens das Outfit von Monty geplant, aber Frau Peper hat die Videospielfähigkeit, was machen Sie denn da Verrücktes? Macht hier einen auf Let's Play-Ikone? Aber muss mal aufs Klo. Und Herr Peper auch gleich mal. Sag mal, Katja, kannst du nicht mit Gabi mal tanzen? Gabi zu tanzen einladen. So, und Monty, wenn du Bock hast, Outfit planen. Achso, ich glaube, da muss der erst mit dem Spielen aufhören. Na, legst du es brav in die Dose, Monty? Nein. Doch! Vielen Dank, du bist doch ein braver Bub. Na, komm, du schaffst es! Ja! Das müssen wir generell mal machen. Wir müssen mit Monty mal noch ein bisschen mehr lernen und sowas. Hallo, kleiner Monty-Mann. Das wollte ich jetzt halt mal gucken, ob es wirklich so neue Looks hier mal gibt. Auch mal, keine Ahnung, noch eine Frisur können wir auch mal gucken. Aber da scheint es jetzt gar nicht so viel Neues zu geben. Nö. Das ist alles noch dasselbe. Keine Ahnung. Vielleicht hätten wir eine andere. Hätten wir. Ist das hier neu? Keine Ahnung. Vielleicht bräuchten wir da auch ein Update irgendwie, dass man nur neue Klamotten hat, wenn man hier auch Expansion Packs hat. Oh, wobei diese Avocado ist ja ziemlich süß. Feuerwehrauto und Frosch. Ich glaube, das gab es wirklich noch nicht. Hier so eine Töff-Töff-Eisenbahn.
Ach, wie schön. Das ist ja wirklich fein. Okay, aber so viel gibt's hier wohl doch nicht Neues. Keine Ahnung. Vielleicht braucht man noch mehr Expansion Packs dazu. Aber das haben wir jedenfalls mal gesehen. Und naja, wenn der Monty irgendwann dann mal noch mal älter wird, dann werden wir ja vielleicht auch noch mehr uns da gönnen tun können. Ja. Lalala, na, lalala, di, di, di. Wir könnten auch dann irgendwann mal, also heute schaffen wir das bestimmt nicht mehr, aber irgendwie auch mal mit Monty auch mal, Katja und Monty mal im Park oder so. Auf sowas hätte ich auch mal Lust. Haha, ja, Herr Pieper hatte richtig Spaß. Nichtsdestotrotz könntest du dich auch mal dir mal was Vernünftiges anziehen, Monty. Hier mal. Was ist mit Ihnen? Unfreundliche Umgebung, wegen schlechter Umgebung. Was ist? Ist hier was schmutzig? Ist das. Ach so, au, oh, die Dusche ist kaputt. Eieieiei. Dann, Herr Pieper, gehen Sie mal schnell aufs Klo und dann können Sie hier mal reparieren. Und Frau Pieper könnte. Weißt du was? Wir können auch dann nochmal mit Monty so ein bisschen Sprechen beibringen. Aber das macht nicht so viel Spaß wie Flashkarten, Flash Gordon-Karten, Basisbedürfnisse beibringen. Ihr tanzt fröhlich? Klasse. Super. Du kleiner Unhold, du. Explosion! Explosion! So. Jetzt machen wir mal weiter. Pass mal auf. Also, das hier ist ein Klo. Das kann man auch mal zerschießen. Und da hat man dann einen Sprung in der Schüssel, verstehst du? So, das sind Bauklötze. Die tut man nicht ins Klo. Hä, was, wieso nicht? Weil das Klo kaputt geht. Ne? Man nennt das auch ein Klotzabseilen in der Toilette. So, ich zeig nochmal hier. Brokkoli. Was? Grün? Ist doch ein Baum. Nee, nee, Brokkoli ist gut für die Verdauung und dementsprechend auch gut für die Rohrreinigung. Und nochmal kurz, Bauklötze, ne? Kann ich ja auch essen, Gemüse? Nee, nee, die sind genauso bunt, aber falsch gedacht. Bauklötze nicht essen. Ups. Was los? Konrad? Was gab's denn hier? Herr Pieper, Sie sind echt ein Held. Dann gehen Sie doch mal hier Teile plündern und dann hier aufwischen. So. Katja hat ein bisschen Hunger. Energie. Dann kann sie vielleicht mal noch ein Nickerchen machen. Und Herr Pieper, der braucht. Ah nee, wobei, der braucht ja gar keine Partystimmung. Der. Ja, was machen Sie denn mal? Was hat Frau Pieper vor? Nichts. Hat sie irgendwelche Jobsachen für heute noch? Nee, sieht alles super aus. Aber ach, wo Sie vielleicht mal dabei sind, können Sie hier ja trotzdem mal mit Pflanzen sprechen, wobei, nee, das gibt's, geht, ist ja alles. Aber. Ach, wissen Sie was? Können Sie nicht mal. Dann kann sich Herr Pieper mal um den Monty kümmern. Verdorbenes Essen aussortieren wäre erstmal eine super Idee und dann einen Naturspaziergang machen. Und weißt du was? Dann übernimmt Herr Pieper mal. Tiere beibringen.
So, Katja isst. Und der Herr von Montignac, der macht, der steht hier rum. Oh, ist aber müde. Sprechen. Tiere beibringen. Ach komm, so kurz machen wir das mal nochmal. Nochmal kurz. Na, no, ich meine, na du, so, jetzt, ich mach das viel besser als deine Mutter, pass auf. So, also, folgendermaßen, das hier ist ein Bär, ja? Ein Bär ist, was? Nein, 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 du, du musst auch schon aufpassen. Ein Bär, der ist gefährlich. Fast so gefährlich wie eine Eule. Denn vor einer Eule kannst du dir nie sicher sein, weil sie 180 Grad Blick hat. Eule? Ja, genau. Also sie ist sinnbildlich für den Überwachungsstaat. Ich sag's nochmal, Überwachungsstaat, 180 Grad Blick. Was? Wie? Also nach dem Orwellschen Modell meinst du, oder was? Ja, genau. Also, das hast du gut erfasst. So, das hier ist eine Krabbe. Die sind sehr geizig und fett und haben eine Geheimformel. So, folgendermaßen, das weiß ich auch nicht, was das ist. Das sieht aus wie eine, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Sieht aus wie eine Qualle, aber irgendwie ist es bestimmt keine. Also. Das hier ist jedenfalls ein Kartenspiel, ja? Damit kann man auch gewinnen, Wettgewinne machen bei Tipico, not a product placement. So, nochmal der Bär. Also, wir waren gerade beim Bären und die große Gefahr, die von ihm ausgeht. Habe ich schon wieder vergessen, den Scheiß. Also, Gefahr. So. Weiter. Das hier ist Rainer, von dem man Gemälde kaufen kann. Aber der war schon 3 Wochen nicht mehr auf meiner Insel. Total der Idiot. Ja, da hast du recht. So. Ein Pinguin. Der wohnt in der Kanalisation und möchte gerne Bürgermeister werden. Bitte bei der nächsten Wahl unterstützen. Den Film habe ich nicht gesehen. Er solltest du tun. Also nochmal. Was wirklich, egal. So, bring mal den Monty doch mal dann kurz ins Bett bringen. Oh ja, der ist richtig. Oh. Der ist ja richtig pisst. We's in a row. Also wir können jetzt verhandeln, dass du jetzt ins Bettchen gehst, ja? Und dann hier auch dann mal kurz ein Nickerchen. Wo ist Frau Pieper denn? Ach, die ist hier irgendwo. Pass auf, sie können dann auch mal, vielleicht hilft das zur Partystimmung, tanzen. Sender wechseln. Gibt's hier nicht irgendwie Silvestermucke? Retro. Oh! Das ist die Sims 3 Hauptmenümusik. Oh, das ist hier übelst Retro. Oh, schöne Zeiten. Schöne Zeiten waren das. Ach, voll schön. Und Frau Peber geht richtig, richtig ab. Fest steht aber, dass wir gleich schon wieder aufstehen müssen. Denn gleich kommt hier die große Silvesterstadelsause. Hier, da können wir doch hier aber noch, weil die haben noch beide mit Hörnern tröten.
Was gibt's denn hier noch? Auswahl, freundlich. Kennenlernen. Naja. Hauptsache Silvester, ne? Über Silvester singen. Ach, eigentlich hätte ich ein paar Leute gern eingeladen, aber... Geoffrey Landgrab und ein Schlumpf. Nee, Anne Hilgers. Ja, sieh mal an, die Katja hat hier schon Silvester-Anwandlungen. So, Herr Pieper, stehen Sie mal auf. Und jetzt können wir hier doch Countdown bis Mitternacht ansehen. Oh, warte mal, das geht nicht. Oh, auch voll das schöne Lied. Und Retro bitte wieder. So. Countdown bis Mitternacht ansehen. Versuchen, unter dem Mistelzweig zu küssen. Was gibt's hier denn? Ich habe gehört, dass im Club gerade eine tolle Party steigt. Sollen wir hingehen? Nein. Komm hier, Countdown bis Mitternacht ansehen. Shishubi! Drei, zwei, eins. Shushubi! Shushubi! Oh, pass mal auf. Oh. Katja, wir haben es geschafft. Oh, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Hey, da fehlt jemand. Eine Umarmung fehlt. Insiderwitz, Silvesterstimmung teilen. Umarmen. Oh. Frohes neues Jahr, liebe Peepers. Oh, es ist echt, ich habe echt ein bisschen Silvesterstimmung. Und Entschuldigung, was wir jetzt aber gerade machen müssen, ist einfach. Nee, nee, nicht sie mit sich selber, sondern hier. Willkommen, Wange streicheln. Einmal. Wo haben wir's? Einmal küssen, bitte. Und sonst dann auch bitte, nochmal, was geht hier noch? Ja, la 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 la, flirten, keine Ahnung. Kann Katja irgendwie, was man halt so macht als erstes an Silvester, kann man hier Darpse. SMS schicken an, keine Ahnung, Sayako. Hallo Sayako, frohes Neues! Jetzt haben wir den Kuss nicht mitbekommen. Nochmal bitte. Romantisch. Nochmal küssen bitte. Schmeckt wie Safer Sex on the Beach. Ach, wie schön. Silvesterzeit.